Krass, ist sein Schwert riesig. Krass, ist ihre Sense riesig. Krass, sind ihre Haare schön. 5 gegen Willi könnte hier tödlich enden. Ihr wollt Frauen, die aussehen wie Männer und Männer, die aussehen wie Frauen? Jackpot. Mach Platz. Ach, Geschwisterliebe. Geschwisterliebe. Hätte ein echt guter Hentai werden können. Verschenktes Potenzial. Wie Tokio für Außenstehende aussieht. Wie Tokio für Einwohner aussieht. Japans Versuch, Naturwissenschaften interessant zu machen. Japans Versuch, den Job des Feuerwehrmanns interessant zu machen. Japans Versuch, den Job des Kochs interessant zu machen. Keine Ahnung, was Japan hier versucht hat, aber es hat funktioniert. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Sadistenparadies. Masochistenparadies. Fußfetischistenparadies. Zeit für ein Duell. Zeit für ein Duell. Zeit für ein Duell. Zeit für ein Therapeut. Reich im Schlaf zu werden ist hier Realität. Beste Anime früher auf Kabel 1. Ich würde mit deren technischen Möglichkeiten ganz andere Spiele spielen. Ich schaue den Anime nur wegen der Story. Ich schwör's, ich schaue den Anime wirklich nur wegen der Story. Ich wünschte, der Anime hätte eine Story. Selbst mit dem Gies könnte ich mir keine Nummer klären. Demon Slayer, Goblin Slayer, Pussy Slayer. Wie tief die Höhlen wohl sind? Wenn Aladdin ein Anime wäre. Katzenallergiker hassen diesen Film. Männer in engen Lederanzügen und Lauchaliens. Wie man sich den Teufel vorstellt. Wie der Teufel wirklich aussieht. Wie der Teufel gerne aussehen würde. Mein Vater, wenn ich mit einer schlechten Note nach Hause komme. Ein Schlag und ich liege eine Woche im Koma. Frauentausch mal anders. Frauentausch mal ganz anders. Ich wünschte, er wäre eine Frau. Ja, das ist ein Anime. Nein, das ist kein Anime. Ja, das ist ein Anime. Nackenklatscher enden hier tödlich. Baka-Bitches, die spitz auf Monopoly werden. Das andere One Piece. Das andere One Piece. Gott mit Kickjogginghose. Hallo Nami. Hallo Rias. Hallo Männerlippe. Wenn die Hölle auf Erden real wäre. Wenn die Hölle auf Erden real wäre. Der Anime mit den heftigsten Kämpfen, ich schwör's. Der Anime mit den allerheftigsten Kämpfen, ich schwör's. Der Anime mit Kämpfen so heftig, dass der Erzähler gewechselt werden musste. Der Anime mit so vielen Kämpfen, dass die Kämpfer verrückt geworden sind und eine Eiskunstläuferkarriere begonnen haben. Wie ich mir das Leben meines Chemielehrers vorstelle, wenn er in Rente geht. Hey, Jimmy Neutron hat angerufen. Er will seinen Kopf zurück. Gebt Jimmy seinen verdammten Kopf zurück. In engen Bällen gefangene Tiere, die zum Zweikampf gezwungen werden. Anime-Allmann-Version von Mindhunter. Japans Lösung gegen Sexismus. Wenn One Punch Man und Kadabra einen Sohn hätten. Kurze Frage. Was würdest du tun, wenn du immer wieder geboren würdest nach deinem Tod? Guter Mann. Is this a JoJo-Reference? Das größte Meme in der Anime-Welt. Anime über Liebe und Beziehungen. Noch mehr Anime über Liebe und Beziehungen. Ich wünschte, dieser Anime wäre alles, nur nicht über Liebe und Beziehungen. Let it rip. Panty Shots und Games. Dracula als Otaku. Hello Kitty auf Drogen. 90% von uns wären im Knast, wenn es nach dem Anime ginge. My Hero Academia für Mädchen. Japans Militärvorbereitung für den Dritten Weltkrieg. Hey, schneidet jemand Zwiebeln hier oder was ist das hier, Mann? Ernsthaft, wer schneidet Zwiebeln? Oh, alles gut, geht wieder. Mama? Hilfe! Mein schulisches Liebesleben als Anime. Hey, so sah mein Vater in den 90ern aus. Oh ja, und so sieht er heute aus. Der Grund, weshalb ich kleinen Kindern, die mir Schokolade verkaufen wollen, die Tür nicht mehr aufmache. Sword Art Online. Für Männer. Abgefuckte Schüler. Ein Teddybär und tödliche Spiele. Klingt wie mein letztes Date. Die sollten sich mal auf AIDS testen lassen. Hamster-Gangster, die auf süß machen, um dich zu überfallen auf der Straße. Kaffeepudding. Ein Fuchsdämon ist in mir drin. Ein Hollow ist in mir drin. Oh, ihr wollt gar nicht wissen, was in mir drin war.